Glaube ich ja nicht. Typen wie du sind hier nicht willkommen. Warum? Du kennst mich gar nicht. Gib mir die Moneten. Da schlappert er sich wieder Schlappersiff aus dem Ärmel raus. Zack, ist die blaue Leiste für Eve wieder gefüllt. Was haben wir hier? Schnaps. Schnaps ist nie gut für Eve. War in Bioshock auch schon so. Ja, da verliert man Eve. Nicht so geil. Wenn man dann auch noch besoffen ist, ist das noch schlechter. Hau raus, Wahrsagerlein. Schnucki, schließ einfach die Augen und hoff, oh dass Gott, es schnell vorübergeht. Okay. Einfach die Augen schließen und hoffen, dass es schnell vorübergeht. Okay. Okay, okay, das machen wir so. Oh Gott, was ist jetzt los? Hallo? Hat jemand einen schlechten Tag? Kann ich helfen? Oh ja. Dankeschön. Du. Ich glaube, ich spinne. Ich werde noch wahnsinnig. Diese Jumpscare-Dinger und irgendwelche Überraschungsangriffe von hinten immer in diesem Spiel. War im Einsatz genauso. Ich kenne die Oberfläche, Eleanor. Ich habe mein halbes Leben dort verbracht, im Dienst des Allgemeinwohls. Ich mein Aber ganzes. Dann musste ich hören, wie fette alte Männer meine eigenen Worte ins Gegenteil verdrehten. Wie Monster kauerten sie über der Asche von Hiroshima. Was? Wäre die moderne Welt mein Patient? Meine Diagnose lautete Selbstmordgefahr. In einem einzigen Punkt hat Andrew Ryan vielleicht recht. Rapture ist die Erlösung. Ist das ganze Hacking-Minigame jetzt echt durch sowas ersetzt? Das ist ja auch krass, ne? Gut, soll mich nicht wirklich stören. Anfangs war der Geschenkeladen hier eine einzige Pleite. Ich konnte den Turi-Nippes kaum teurer losschlagen, als er in der Herstellung gekostet hat. Dann habe ich diesen Sinclair kennengelernt. So, weg mit dir. Und der hat mir ein gutes Geschäft angeboten. Anscheinend kennt er ein paar arme Schweine in Popers Drop unten, die diesen Krempel zu einem Bruchteil der Kosten herstellen können. Naja, hier und da steckt er mal eine Nadel in der Lieferung, aber ansonsten hat keiner was gemerkt. Und bei mir rollt der Rubel. Wenn ihr mich fragt, klingt das ein bisschen wie Kinderarbeit. So, ja, ich kenne einen Ort, wo man das Zeug billiger herstellen lassen kann. Ja. Gibt's im echten Leben genug Leute, die so denken. Was haben wir hier wieder für eine Heulsuse? Ja, Hex, Hex, du bist weg. So. Hier geht's auch nicht mehr so gut, so wie es aussieht. Hier war ich gerade, ne? Was bin ich denn jetzt für einen Käse zusammengelatscht? Naja. Ich liebe die Kinder in Miss Englerts Klasse, aber Mann, oh Mann. Ich hatte ja keine Ahnung, auf was ich mich einlasse, als ich die Aufsicht bei der Klassen-Silvester-Pyjama-Party so. Im Ryan's Amusements Park übernommen habe. Donny? Donny! Steig sofort von dem Ausstellungsstück runter und spuck diesen Ui. Kaugummi aus. Du wirst noch ersticken. Die Eltern haben sich ja einen freien Abend an Silvester wirklich verdient. Aber ich bin mit meinen Nerven am Ende. Donny, ich hab gesagt... Hörte sich das gerade nur so an oder hat die Gute auf die Kinder geschossen? Es hat sich so angehört, als hätte jemand auf die Kinder geschossen irgendwie. Oder halt rumgeballert. In der Bandansage. Außer Ihnen. Sie haben bin ich hier? Wie weit bin ich denn hier ab vom Schuss? Einiges. Schön. Egal, ich gehe weiter. Ich gehe weiter. Entwickeln Sie sich weiter. Noch heute. Ja, hier lang zur Kirche von morgen. Das ist der Andreas Rian. Oder der Andrew Rianowski. Bist du noch am Leben da hinten? Ah, das ist... Oh Gott, das sah gerade von hier aus wie so ein Big Daddy auf der Bank oder sowas, ey. Mensch. So echt. Wir haben heute bei Tests einen weiteren Protektor der Alpha-Serie verloren. Er ist einfach verschwunden. Irgendwo außerhalb der Stadtgrenze.
Für diese Männer hat Rapture keine Wende. Wir müssen eine Methode finden, ihnen beizubringen, dass sie die Little Sisters nicht im Stich lassen, sobald sie nicht unmittelbar in ihrer Nähe sind. Irgendeinen körperlichen Reiz. Oh ja. Vielleicht sogar etwas Tödliches. Die Laboranten nennen sie seit neuestem Big Daddies. Vielleicht gar nicht so dumm. Unzertrennliche Paare, verbunden durch tödliche Liebe. Ach, sind das hier alle Plasmide oder wie? Oder nur ein paar? Ja gut. Was gibt's hier noch? Ah, hier nix. Das sah so aus, als wär's irgendein Verkaufsautomat. Ja, dann müssen wir wohl erstmal in die richtige Richtung weitergehen. Sonst hilft das alles nicht. Da waren wir drin. Da hinten waren wir jetzt auch drin. Hier ist der nasse Boden mit Rutschgefahr. Wo es vorhin schon eine... Wo sich vorhin schon eine Frau auf den Hintern gesetzt hat. Sitze ich hier fest. Ich kann dir leider nicht anders helfen, als diese kleinen Geschenke hier herauszuschmuggeln. Welche kleinen Geschenke? Ah! Ah ja. Guck an. Was? Hundefresser? In der ethischen Psychiatrie. Hier spricht Eleanor Lamb. Mom sagt, ich darf nicht mit den anderen Kindern spielen, weil die nach dem Motto Hund frisst Hund erzogen werden. Ich wollte mir diese Hundefresser einmal ansehen. Drum habe ich gewartet, bis Mom weg war und bin dann raus, um welche zu suchen. Und was war? Die Hundefresser haben eine Haut wie ganz normale Menschen. Sie sehen genauso aus wie wir. Okay. Ja gut, wenn man dir das halt so beibringt, ne? Oh ja, vor dir ist eine Little Sister. Um das Adam von ihr zu erhalten, musst du erst ihren Big Daddy loswerden. Er wird dich nicht angreifen, solange du ihn nicht attackierst, aber mach dich auf jeden Fall auf einen schweren Kampf gefasst. Lalala. Ich hole mir ein bisschen Unterstützung. Och, das ging ja einfach. So, wo ist er? Ich höre ihn doch irgendwo schnauben. Ah, das singt gerade ein Ständchen. Also dieser Big Daddy beißt erst, wenn du ihn angreifst. Aber um an die Little Sister ranzukommen, musst du den Knaben platt machen. Oh Gott. Ja gut, der kassiert aber schon besser. Da habe ich schon Schlimmeres erlebt. Ist er jetzt weggelaufen, weil das explodiert ist? Oder einfach nur so? Au, du Sack. Wieso habe ich mich gerade nicht geheilt, Mensch? Ja gut, da habe ich echt schon Schwierigeres erlebt. Das ging noch ziemlich gut verstanden. Kannst durchatmen, alter Knabe. Du hast es geschafft. Und jetzt nimm sie auf deine Schultern und sie wird dir vertrauen wie ihrem eigenen Daddy. Nicht die Heckpfeile. Hier die MG. Nein, ich bin doch richtig. Ich will doch auf den Bohrer. F adoptieren? Was? Ach, wo ist die gut jetzt? Wir sind im Geschäft. Überall in Rapture liegen Leichen rum. Und dieses kleine Monster wittert das Adam in ihnen. Sucht ja. Wait a minute, please. Wollt ihr mir jetzt ernsthaft gerade erzählen, man kann die nicht mehr ausbeuten oder retten, sondern adoptieren und muss dann an Leichen Adam absaugen mit denen? Ja, da steht drück und halte R, um sie zu bitten, dich zu einer mit Adam gefüllten Leiche zu führen. What? Sammle Adam von zwei Leichen. Ja, das werden wir dann wohl tun. Ich finde dieses Spiel noch abgefuckter wie den Einser. Jetzt schon. Junge, Junge. Mann, du. Die Kleidung schmutzig, ganz alleine. Oh, Fallnieten habe ich keine. Habe ich voll. Betete, es möge meine Kleine sein. Junge, Junge. Aber sie schlürfte sich voll mit
dem Blut einer Leiche. Sie war es nicht. Ich starrte sie an, schwankend. Und dann kam plötzlich dieses Ding, dieses bewaffnete Monster aus dem Nichts und sprang mich an, kreischend wie ein Höllenvieh. Ich konnte entkommen, aber kann es sein, dass Cindy eine von diesen Blutsaugerinnen geworden ist? Ich muss sie finden. Dringender denn je. Ach so, die zeigt mir jetzt, wo man... Ah, ja. Sie hat eine saftige gefunden. Ach, B. Aber sobald sie anfängt, das Adam abzuzapfen, kommen die Splicer an. Oh, nee. Mach dich drauf gefasst, bevor du sie dran setzt. Ja, ich habe hier noch meinen Überwachungsroboter hier. Das ist ein Kind der Familie, kein Spielzeug, das du benutzen und dann wegwerfen kannst. Sehr passend, dass du hier dein Ende findest. Eine weitere Kuriosität in Ryans Schrein für das Ego. Muss sie das unbedingt da rausholen mit der Spritze? Da konnte sie das nicht woanders rausholen? Halt ihr die Splicer vom Leib, bis sie fertig ist, sonst geben die niemals auf. Deine Little Sister wird nun für dich Adam abzapfen, aber es dauert eine Weile und wird Splicers anlocken. Halt ihr die Splicer vom Leib, damit sie ihre Aufgabe erfüllen kann. Ich werde es versuchen. Ich glaube, ich nehme den Bohrer dafür. Durchbohren hier. Der Zahnarzt ist da, heute wird gebohrt. Hey, sag mal, was soll das? Spinnst du? Gott. Ich? Hat die gerade gesagt, ich wäre total gestört? Hat die gute Frau eine Ahnung? Oh Gott, was ist denn da los? Sammel mal fertig, da kommt irgendwas durch die Tür. Oh nein, mein Bohrer ist leer. Tada. Fertig ist der Lack. Komm her. Oh, das ist aber nett. Jetzt kennst du den Einsatz, mein Junge. Aber ein Plasmid kostet noch ein bisschen mehr, Adam. Mach weiter. Ja. Was war da? Wer singt da? Riechst du das Adam, Daddy? Ja, nee, ich rieche gar nichts. Aber du anscheinend. Hallo Kinder, mein Name ist Andrew Ryan. Mhm, klar. Ich habe die Stadt Rapture für Kinder wie euch gebaut. Genau, hat er, ja. Hey, Bot, geh mal auf die Seite. Natürlich sich zu fragen, ob die Gefahr da und oben vielleicht kommt. Er hat ja einen bösen Segler gemacht gerade. So. Oh no, was ist jetzt los? Oh Leute. Wieso hauen die teilweise so rein hier, die Penner? Sollen wir hier einfach mal hier Fallen nieten? Keine Ahnung, ob die hierher kommen oder nicht. Lass mal 3 oder so oder 4 oder 5 oder keine Ahnung da vorne liegen. Ich habe keine Ahnung. Machen wir 6 Stück. I don't know. Oh, jetzt ist Gott. Ich verwechsel die ganze Zeit die Tasten. Die Belegung in Bioshock war ein bisschen anders. Gib mal hier ein bisschen Bohrer. Treibstoff bitte. Hörst du auf? Hey, sag mal! Gib mir deine Cola. Was ist das für eine obvious Tür? Die geht nicht auf wahrscheinlich. Kommt da jetzt jemand runter oder nicht? Da drin ist was, da gehen wir rein. Da gehen wir rein. Die Tür geht auch auf. Schwere Nieten, schön. Im Park ist es jetzt überall still. Ich kann selbst nicht schlafen. Wir sind also ganz unter uns, Mr. Diktaphon. Sie? Ich... Oh Gott! Was wohl das nächste Jahr alles bringt? Was war das? Irgendetwas ist passiert. Das Licht.
Licht ist ausgegangen. Kinder, bleibt in euren Schlafsäcken. Es ist alles in Ordnung. Ich hatte jetzt ganz kurz für eine Millisekunde gedacht, sie werden diese Art von Jumpscare und hier wir rollen was auf den Spieler runter nicht bringen, weil sie es ja schon im Einser gebracht haben mit der brennenden Couch und dann bringen sie es doch und ich stehe genau da und krieg das Ding an Schädel. Das hat auch gar nicht wehgetan. Aber passt schon, ist ja in Ordnung. So kann man ja umgehen mit mir, gell? Mensch. Hab doch Mitleid. Mann. Frechheit. Hier was zu essen, was zu trinken. Noch ein paar Chips zum Futtern. Hier noch eine Geschichtle. Oh. Wo ist die Leiche überhaupt? Stimmt. Ah ja. Was war das denn? Sag mal, geht's noch? Hier kann man nirgends rein wahrscheinlich. Employees only. This way. Sicher? Glaube ich nicht so ganz. Die lügen. Die lügen. Ein Heckpfeil. Ah ja. Du gehörst mir. Da habe ich jetzt gerade ein bisschen gezuckt, weil ich dachte, ich krieg's doch nicht mehr hin, hat aber doch mal geklappt. So, wo haben wir denn die Leuche? Soll ich mich hier heilen? Das lohnt sich fast nicht so wenig zu heilen. Da liegt sie doch, ich Depp. Menschenskinder. Komm, sammeln wir das Adam ein hier. Beeil dich aber ein bisschen, Mädel. Ich hasse dich nicht, Delta. Tatsächlich empfinde ich für dich das Gleiche wie für jedes andere denkende Wesen. Aber ich kann nicht tausende meiner Kinder für einen einzigen rebellischen Sohn opfern. Ich habe meine Nahrung, als ich jetzt an der Park vom Rest der Stadt abgeschnitten wurde. Ich schone meine Kräfte. Ich sitze hier in dieser Werkstatt fest, umzingelt von diesen heulenden Göhren, die versuchen reinzukommen. Hey. Jesus Gott. Hör doch auf. Was ist los? Achso, ich habe keine Munition mehr, lol. Da wird halt mal ein bisschen hier rumgerotzt jetzt. Komm, hör auf. Hey, also ich habe nichts mehr zu heilen. Oh mein Gott. Ja, klasse. Muss ich das jetzt aber nicht nochmal ganz machen, bitte. Ja, Vita Chamber, weiß ich Bescheid. Vergiss nicht, deine Little Sister hochzuheben. Ja, komm her, Mädel. Hast du es geschafft? Oh nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Das ist aber nicht euer Ernst, oder? Och nee, Leute. Ja, cool. Alles jetzt komplett ohne. Ja, gut. Das wird interessant, wird das. Das wird richtig interessant, Leute. Dann bleiben wir jetzt halt echt hier hinten in der Ecke stehen. Dann werde ich mich nicht mehr großartig rumbewegen hier, das ist mir dann zu kriminell. Und so wie es sich gleich rausstellen wird, war das wahrscheinlich die Strategie, die wir die ganze Zeit hätten machen sollen. Oder auch nicht, weil es nicht... Ich verreck gleich wieder. Manometer, ey. Komm, stirb, du Sack.
Oh Mann, ey. Ich bin der Nackensäge. Komm, Mädel, sammel das Adam jetzt. Dankeschön. Ja, komm her. Oh Gott, ey. Okay, alter Junge, wir haben jetzt fast genug, Adam. Um den Rest zu bekommen, musst du dich um diese Little Sister kümmern. Im Werkraum sollte eine der Lüftungsschächte sein, die sie so gern haben. Bring sie da runter. Chill dein Leben jetzt, okay? Gibt's das? Ich habe nichts mehr. Da hinten kriege ich jetzt noch Munition, aber lohnt sich das? Weiß es nicht. Die ganze Kohle ausgeben für Munition oder wie? Mensch. Also wir kaufen ein paar Nieten auf jeden Fall. Und keine Ahnung, Bohrertreibstoff, mein Gott. Wenn wir wenigstens ein bisschen was auf Lager haben. Da werden wir hier noch ein bisschen die Leute durchsuchen, wen wir noch nicht hatten.